zu meinem PyroWeb-Unboxing für das Silvester 2019-2020. Ich bin da richtig gespannt drauf. Das Ganze habe ich vor ein paar Tagen bestellt. Nach nicht mal 24 Stunden kam schon die Bestätigung, dass das Ganze in meinem Versandlager angetroffen ist. Also mega geil, Freunde. Damit das Ganze aber auch transparent abläuft, steht hier irgendwo Werbung, weil das Ganze hier ein Sponsoring-Paket ist, damit ihr da auch Bescheid wisst. Und unter allen Abonnenten, die dieses Video hier kommentieren, verlose ich zusätzlich nochmal einen 25€ PyroWeb-Gutschein. Gewinnspiele kamen die letzten Tage ja öfter gut bei euch an. Folgt mir auch auf Instagram, da finden auch immer mal wieder welche statt. Und ja, ich bin mega gespannt auf die ganzen Produkte hier. Ich habe einfach mal wahllos durch den Shop geklickt. Die Möglichkeit hatte ich jetzt, das war ganz cool auf jeden Fall. Ich hatte auch ein Produkt mehrmals mitgenommen, das werdet ihr noch sehen. Und dann würde ich sagen, Freunde, fangen wir direkt mal mit dem kleinen Paket hier vorne an. Ja, ich mache das einfach mal auf und gucken, wie das Ganze hier verklebt ist. So. Gucken wir mal rein. Da haben wir schöne Pappe dabei. So, da haben wir dann Tape Match, Freunde. Okay. Ich wollte das nämlich letztens schon mal nachbestellen, weil ich nicht gewusst hatte, dass ich es bestellt habe. Das habe ich irgendwie wohl nebenbei so ein bisschen automatisch mitgemacht. Für diejenigen, die es nicht kennen, Freunde, das ist Klebeband. Beschichtet mit Schwarzpulver, 10 Meter oder 15 Meter müssten das sein. Brennt, glaube ich, 10 Meter die Sekunde ab. Also wenn ihr da Massenzündung machen wollt, sind die top geeignet. Die habt ihr euch auf jeden Fall gewünscht. Deshalb habe ich mir das mitbestellt. Zweimal, Freunde. Da ist auf jeden Fall einiges dabei. Und ja, dann gehen wir direkt schon zu diesem Produkt hier. Und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, Freunde, was ihr glaubt, was ich damit vorhabe, beziehungsweise was ihr gerne hättet, was ich damit vorhabe. Denn das, glaube ich, wird einfach nur krass, Freunde. Und da haben wir sie. Das sind die neuen Teufelsschläge von PyroWeb mit Vorbrenner. Ich stehe sowieso auf Böller mit Vorbrenner. 20 Stück sind in einem Karton mit drinne, beziehungsweise in einem solchen Päckchen. Ich kann euch die mal ein bisschen zeigen. So sehen die aus. Und dann gucken wir mal auf die nette Explosivmasse. Ich hatte dieselbe auch noch nicht, das ist jetzt Premiere bei mir. Hier Kategorie F2. 8 Meter Entfernung, bliblablub. Und 50 Gramm Netto-Explosivmasse verteilt auf 20 Böller inklusive Vorbrenner. Ich bin da auf jeden Fall mega gespannt drauf. Hersteller ist hier auch PyroWeb. Und da haben wir auf jeden Fall einige von mitbestellt, Freunde. Gucken wir da mal rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pakete hier auf jeden Fall. Hier sind noch mehr. Diejenigen, die meine Bestellung online verfolgt haben, ich glaube, die habe ich live gemacht, wissen das schon. Da ist sehr, sehr viel dabei. Also in dem Karton haben wir auf jeden Fall 1000 Böller, das ist eine VE hier, 1000 Teufelsschläge, einfach nur krass, Freunde, dieser Anblick alleine. Guckt euch da einfach nochmal rein, es geht einfach weiter, Leute. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht alle auspacken, das seht ihr später noch in der Gesamtübersicht. Und dann machen wir den zweiten Karton auch noch schnell auf, weil 1000 ja natürlich etwas untertrieben wäre und das wollen wir natürlich nicht. Kommt der Karton auch noch ein zweites Mal, sodass wir insgesamt 2000 Teufelsschläge haben. Neuheit aus dem Jahr 2019-2020. Einfach nur krass, Freunde. Das Zeug ist mega schwer, aber ich bin da mega gehypt drauf. Und dann kommen wir auch schon zu dem großen Paket hier. Und dort habe ich wirklich wahllos durch den Shop geklickt. Deshalb bin ich jetzt auch gespannt, was da draus geworden ist. Das ist auf jeden Fall eine etwas andere Bestellung als die ich an meinem Black Friday getätigt habe. Und ja, gucken wir da auch nochmal rein. Klickt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung und schaut da selber nochmal rein. Bestellt ihr nämlich über meinen Link, bekommt ihr zusätzlich auch die gesamte Bestellung nochmal 12% Rabatt. Mega krass, so kurz vor Silvester. Seht dazu, Freunde, wenige Stunden habt ihr noch, dann ist der Shop auch für Silvesterbestellungen geschlossen. Wenn es hochkommt, vielleicht noch ein paar Tage. So, gucken wir aber auch hier mal rein. So, diesmal habe ich viel Batteriefeuerwerk mitbestellt. So, gucken wir da mal, was wir hier haben von Argento. Die Chiara. So, Argento ist ja von Funke mit produziert, beziehungsweise so eine kleine Unterkategorie. Ich glaube, das braucht man jetzt nicht ganz erklären. Da haben wir auf jeden Fall ein Kaliber von 25 mm, 30 dürfen wir ja in Deutschland und eine 10-Schuss-Batterie. Eine NEM von 138 Gramm und 20 Sekunden Brenndauer. Ich hatte selber noch keine Argento-Batterien, habe sie auch noch nicht beim Vorschießen gesehen.
Deshalb bin ich da gespannt drauf. So sieht das ganze Teil aus. Ja, bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Testvideos dazu haben wollt, weil da wird jetzt einiges von kommen. Hier nochmal von Argento die Blutschiene, oder nee, Blutschnee. Müsste so eine rote Blinker-Batterie sein, so ähnlich dem TDV, also Tanz der Vampire-Effekt. Effekt, sorry. Ja, nochmal die Mephisto. Hanami. Also Batterien sind hier einige am Start. Hier haben wir einmal die X-Blood Crackling Birds. War in den letzten Jahr mega geil, kommen zwar schwer hoch, aber haben einen richtig geilen Crackling-Aufstieg, Freunde. Auch zweimal mitbestellt. Und dann haben wir hier von Xplode die Storm. Das sind die größten Bodenwirbel, müssten das sein. Deutschlands, also größer gehen die auf jeden Fall nicht. Schaut mal, wie groß die sind, Freunde. Sind echt nicht klein. Meine Hand ist schon nicht klein und die Dinger wirken da einfach nochmal richtig groß. Bin ich auch gespannt drauf, hatte ich noch nicht. Einfach mal mitbestellt. So, dann haben wir hier die Luftheuler von Xplode. Kat-1-Artikel zum Warmschießen, sicherlich geeignet. Könnt ihr da auch mitbestellen. F1-Bestellungen gibt es da auch noch. So, Knallnachos, Klassiker, einfach mal mitbestellt. Zwischendurch sehen die immer mal ganz gut. So, und dann geht es hier mal weiter mit der Sternstunde. Auch eine 25 mm Batterie, 10 Schuss müsstet ihr auch haben. Genau. Schauen wir uns die alle nachher mal an. So, was haben wir hier? Von PyroWeb. Ja, Freunde, das ist die Eigenserie von PyroWeb, die Fortuna 16 Schuss. Die hatte ich mir echt kleiner vorgestellt. Die ist richtig groß, Freunde. Guckt euch das mal an. Bin ich mega gespannt drauf. Da kamen letztes Jahr nach Silvester sehr viele Fragen, wie ich die finde, auf Instagram. Deshalb habe ich sie dieses Jahr einfach alle mal mitbestellt, weil ich die mal testen wollte. Damit ich euch da auch antworten kann. Dann haben wir hier nochmal die Agathia, oder wie das ausgesprochen wird, von Argento. Hier noch eine Batterie. Und noch eine. Also es sind eigentlich so ziemlich alle, die es da gibt in diesem Bereich, in dieser Kategorie. Von den 10 Schüssern her. So, dann haben wir hier noch Eissterne von Kellerfeuerwerk alias Komet. Einfach mal mitgenommen. Kann man sich ja auch mal gönnen für den Indoor-Bereich. So, Crazy Balls. Ich weiß nicht, warum ich die hier eingepackt habe. Das sind Crackling-Bälle in Kategorie F1. Schauen wir da mal rein. Warum nicht? Okay, offen ist sie schon. Mal gucken, ob die schon Kügelchen haben. Oder noch Kügelchen haben. Oder schon Meteoriten. Okay, die haben was ganz anderes, Freunde. Die sehen aus wie diese Dragon Eggs. Schaut euch die mal an. Da ist innen drin eine kleine Füllung. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Plastik. Ob man das jetzt unterstützt oder nicht, ist eine andere Sache. Schauen wir da auf jeden Fall mal. Da müsst ihr halt darauf achten, dass ihr die dann auch wieder einsammelt zu Silvester. So, dann haben wir auch die. Hier haben wir nochmal die Falcons. Das müssten die roten sein. Rote Bengal-Flammen. Ich glaube, die haben 3 Minuten Brenndauer. 7,5 Gramm Netto-Explosiv machst du pro Bengalo. Beziehungsweise Strobo oder was auch immer das ist. Das ist ja kein Strobo und auch kein richtiges Bengalo. Das ist einfach so ein kleines Bengalfeuer. So, und dann haben wir hier nochmal die Teufelsschläge von PyroWeb, damit wir die auch einfach mal einfach testen können, ohne die ganzen jetzt 2000 Stück auf einmal zu zünden. Können wir die auch einzeln einfach mal testen. So, dann haben wir hier nochmal den Crackling Ball von Heron. Gibt es ja mittlerweile auch von fast jedem Hersteller. Nico hatte dieses Jahr neu auf den Markt gebracht. Xplode hat ja mit angefangen mit Katan. Heron hat ja schnell nachgezogen. Heron hatte ich selber noch nicht. Bin ich also auch mal gespannt drauf. Hier nochmal Eissterne, hatten wir eben auch schon. So, und dann gibt es jetzt nochmal richtig fette Batterien hier von der PyroWeb-Eigenserie, die Bellies. 21 Schuss. Freunde, dieses Kaliber, einfach nur krass. Ich glaube, die müsste sogar 25, wenn nicht sogar 30 mm haben. 464 Gramm Netto-Explosivmasse. Hat die auf jeden Fall. Also da ist einiges drin, Freunde. Steht ja auch irgendwo das Kaliber mit Sicherheit, ich sehe es nur gerade nicht. Ja, 30 mm. Also damit ist das Maximum von dem, was wir in Deutschland haben dürfen, ausgereift. Mehr geht hier einfach nicht. Und dann haben wir hier Raketen, Freunde. Raketen dürfen bei mir natürlich nie fehlen. Titanium Rockets von Argento als ACA Funke. Bin ich mega gespannt drauf. In grün, weiß, rot
Gold und Multicolor. Also die ist 1, 2, 3, 4, 5-fach sortiert. Gucken wir auch da mal rein. So sieht das Ganze aus. Und relativ kleine Raketen müssten aber 20 Gramm sein, damit sind die auch ausgereizt. Ja, 20 Gramm nette Explosivmasse, mehr geht in Deutschland nicht. Da sieht man mal, was für Mogelpackungen die anderen Hersteller teilweise produzieren, die so richtig groß sind. Da ist auf jeden Fall nicht mehr drin als hier, weil mehr ist in F2 nicht zugelassen, Freunde. So, bin ich da auch mal gespannt drauf. Und dann geht es weiter mit der nächsten Batterie. Auch wieder von der PyroWeb Eigenserie, die City Color 48 Schuss. Gucken wir auch da mal. Testvideos kommen dann natürlich alle online. Und dann haben wir hier Smokebirds. Dreimal mitbestellt, Neuheit 2019, 2020. Das sind kleine Flieger mit Rauchaufstieg. Coole Sache auf jeden Fall. Gab es vorher noch nicht so in der Art. So, und dann haben wir hier kleinere Sachen. Und zwar Funke B müssten das sein oder Funke C. Nee, das müssten eigentlich Funke B sein. Drei Packungen müssten eigentlich noch welche kommen. Ja, 4, 5. Das sind mega coole Böller, Freunde. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. So, und dann haben wir hier die Caminos. 36 Schuss, gefächerte Batterie, auch von PyroWeb, die Eigenlinie der Performance Line. Dann gucken wir hier mal die letzten Sachen jetzt noch an, die noch dabei sind. Von Komet die Partyknaller einfach mal mitgenommen. Hatte keine mehr, zu Silvester müssen die im Indoor-Bereich immer mal sein. Und dann haben wir hier noch eine fette Batterie. Die Igenos oder Igneos, wie auch immer. Coole Sache. So, dann haben wir hier noch 1, 2, 3 Strobos in Weiß. Finde ich persönlich sehr cool. Mehr gab es leider im Shop nicht mehr, zumindest da, wo ich bestellt habe. Vielleicht kamen die noch mal rein. Dreimal mitbestellt. Coole Sache, Freunde. Brennt auch richtig lange. Da geht eine Kaufempfehlung raus. Okay, und dann haben wir die gleichen noch mal in Blau. Die hatten wir eben ja schon mal in Rot. Die sind Kategorie F1 sogar. So, dann haben wir hier nochmal die Fortuna-Batterie von PyroWeb und dann zu guter Letzt für 19 Schuss oder mit 19 Schuss die Scana oder wie spricht man das aus? Ja, ich glaube Scana. Auch mega gespannt drauf, die sind richtig fett, Freunde. Im Online-Shop sahen die tatsächlich kleiner aus oder wirken kleiner. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nochmal mit der Gesamtübersicht wieder. In dem Sinne, bis gleich. So, Freunde, und da haben wir dann die Gesamtübersicht aus der PyroWeb-Bestellung für das Silvester 2019-2020. Richtig viele Teufelsschläge hier. Da vorne stehen noch einige aufgestellt. Hier an der Seite habe ich auch noch einiges aufgestellt. Und dann ist noch einiges im Karton geblieben, weil das Ganze hier natürlich nicht hinpasst. Ja, auf jeden Fall richtig krass, Freunde, bin ich richtig gespannt drauf. Hier vorne die Smokebirds, dann haben wir hier diese ganzen Argento-Batterien. Die PyroWeb-Batterien haben wir hier vorne auch nochmal. Hier vorne ein paar Strobos und Bengala-Artikel, Crackling Birds. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Freunde, bis dahin, haut rein und ciao.